So, unsere Kekse sind jetzt gerade aus dem Backofen gekommen und wenn man möchte, kann man so als netten Touch noch ein bisschen Sea Salt dazugeben, also Fleur de something, Fleur de Sal, Fleur de Sel, Fleur de something, wie gesagt. So, wahrscheinlich am besten gleich nachdem sie rauskommen, weil dann kann das Salz sich noch so ein bisschen festkrallen am Keks.